Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Rainbow Six Siege. Wir verteidigen. Eigentlich wollte ich Ranking spielen, aber es hat einfach zu lange gedauert. Und deswegen werde ich jetzt Maestro spielen. Das ist meine Schlussfolgerung darauf, dass ich jetzt Maestro spielen will. Nein, wir spielen Villa. Natürlich habe ich auch die Villa-Playlist genommen dafür. Es wird ein bisschen häufiger die Map kommen, die auch rausgekommen ist in der Season. Aber nicht nur. Ne? Nicht, dass ihr jetzt denkt, ach. Jede Folge, lalala, das ist ja langweilig. Es ist nochmal die neueste Map und die möchte ich ein bisschen öfter zeigen. Und da wir die Möglichkeit dazu jetzt auch haben, endlich, ja, mache ich das auch. So, als Gegner haben wir Shark, Marco, Tobias, Draken, Issan, Denbir, Samuel haben wir als Kamerad, Anoramale auch, Cry of Kill und Narix. Okay, let's go. Kann er spielt Alibi? Also die neuen Operator sind immer wieder so ein bisschen, ja, braucht kein Mensch Den anscheinend. Raum sichern. Wir müssen den Biogefahrgut Find ich behältern. schade. Ach, der Raum. Cool. Hier braucht man nicht verteidigen. Nom, 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 nom. Jetzt ist nur die Frage. Ich verteidige einfach mal überall, wo es geht. So, ich hoffe mal, dass das jetzt funktioniert. So, mal gucken. Perfekto. Okay. Ah, ich sehe jetzt hier. Da war gerade einer. Da war gerade safe einer. Der ist da hinten reingegangen, glaube ich, oder? Ich habe mich total verguckt. Das kann natürlich auch sein. Okay. Ja, was macht er? Was macht er?
Biogefahrgutbehälter beschützen. Wolle was? Eigener Trupp eliminiert. Mission gescheitert. Oh nein. Oh nein. Oh nein, das ist nicht passiert gerade. Scheiße. Ich werde jetzt sowas von gekillt. Hundertprozentig. Obwohl ich Erster bin. Ja, Nadixir, 30 Punkte. Du Arschloch, ey. Du bist wahrscheinlich der Typ, der mich rausgewählt hat. Ich meine, klar, ich kann es verstehen. Irgendwo, aber irgendwie auch nicht. Ey, ach man. Ich muss meine Geschwindigkeit erhöhen. Ich habe die extra langsam bei Rainbow, weil... Weiß ich, das Spiel ist nicht für mich da, um zu rushen und schnell zu sein, sondern eher, um langsam zu sein. Ich hätte warten sollen. Wahrscheinlich ist das, Gute Arbeit. Der Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Fuck, ich hätte die Runde easy holen können. Hätte ich einfach nur gewartet. Aber der hätte dann auch nur gewartet, wahrscheinlich. Muss zwar nicht sein, aber er hätte die Möglichkeit dazu gehabt. Ich habe safe gedacht, der wird mich jetzt nicht erschießen. Warte, 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 wo ist der andere? Schnell weg, schnell weg. Der Map ist es gar nicht mal so gut, einen A-Cock zu haben, irgendwie habe ich das Gefühl. Setze Drohne ein. Nein, da Dix hier. Nein, 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 häng jetzt nicht fest. Was? Ey, ich hab doch wohl den Kopf getroffen. Habe ich nicht den Kopf getroffen gerade? Das ist doch ein Scherz. Ich hab doch wohl gerade den Kopf getroffen. Und warum sind wir nur noch zu dritt? Warum sind die anderen zwei eigentlich abgehauen? Was geht denn bei denen ab? Ah, das ist doch schon wieder eine scheiß Runde. Also die Folge ist auf jeden Fall... Oh, ja. Shut it up!
Verdammt, ey. Wir gucken mal den Cry of Kill nach. Ich glaube nämlich, dass der Typ mir hier gerade schreibt. Einer vom eigenen Trupp verbleibt. Ach, er hat das Spiel verlassen. Ach so, jetzt sind wir nur noch zu zweit. Ah, okay, wir sind wieder zu dritt. Da ist halt irgendwie gerade keiner. Es bleiben noch 10 Sekunden. Feindliche Aktivitäten neutralisieren. 5 Sekunden. Ein Gegner verbleibt. Der ist dahinter. Bleib ganz ruhig, Kumpel. Eigener Trupp getötet. Ja, Cry of Kill, ich fühle jetzt mit dir. Ja, auf jeden Fall. Okay, also das war sowas von nicht getroffen. Ich habe Maestro eigentlich in den Kopf geschossen. Ich hätte die erste Runde gewinnen können. Wir sind nur zu dritt, ey. Was soll denn der Scheiß? Alter, zu dritt. Oh Gott. Ah, wir brauchen jemanden, der Fallen setzen kann. Lesion oder Frost? Ich nehme mal wieder Frost. Puls ist auch gut. Alter, gegen 5 Leute, aber er geht nicht raus, der Cry of Kill. Der ist, wie man so schön sagt, ein Ehrenmann, ja? Der bleibt. Der ist nicht so einer, der einfach weggeht. Das rechne ich ihm hoch an. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Schon wieder hier? Tatsache. Okay, gut. Der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter gefunden. Es bleiben 10 Sekunden. 5 Sekunden noch. Ach, guck mal, Frost hat ja so eine Kamera. Barrikade errichtet! Barrikade errichtet! Komm nur her. Scheiße, scheiße, scheiße. Wow, was? Ich dachte, der wäre tot. War das nicht der Sledge? Huh? Von wem habe ich denn dann Punkte bekommen? Ach, einer ist in meine Frostfalle rein. Deswegen, ich dachte, das wäre der Sledge, der gestorben ist. Nein, ach Mann. Ja, das ist der Sledge. Boah, boah, Alter, was ist denn bei ihm los? Der hat ja genauso ein Aim wie ich. Das wird nichts, das wird nichts. Ist okay. Ich habe 3 Kills oder so. Ja, ich habe 3 Kills. Der Craft Care hat sogar 4. Aber ja. Das war nix. Das war keine Runde. Gut. Kann man nichts machen. Nächste Runde wird bestimmt besser und hoffentlich auch ranked und vielleicht keine Villa. Denn da wird das ja zufallsgeneriert. Weil ich glaube, Villa ist. Doch, die ist im Ranked drin, stimmt. Ja, doch.
Könnte also passieren. Aber ich hoffe mal nicht. Mission geschafft. Super, kein Alpha-Pack, wie immer. Wir sehen uns zur nächsten Folge von Rainbow Six Siege. Hauen Sie rein und tschüss.